Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem neuesten Karlchen-Knack-Abenteuer. Karlchen bricht im Eis ein. Mal sehen, was passiert. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ich muss auf Klo. Kala, 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 wach auf, wach auf. Was? Karlchen? Was ist denn los? Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Schau doch mal raus. Es ist einfach nur wunderbar. Na, 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 na. Hat es die Nacht über geschneit, Karlchen? Los, komm, lass uns unsere warmen Sachen anziehen und mit Kono seinen ersten Schnee erleben. Oh ja, yippie! Juhu, Schneetag! Wow! Oh, Karlchen, das sieht ja hier alles traumhaft aus. Wuhu, ich bin der Erste im frischen Schnee. Wuhu! Hey, Karlchen, ist dir nicht kalt? Nee, wieso? Warum sollte mir kalt sein? Ist doch super Wetter. Nicht, dass du mir nachher krank wirst, Karlchen, ja? Ach, ich doch nicht. In Ordnung, Karlchen. Dann baue ich mit Kono mal eine Schneeburg. Na, mein Kleiner, hast du eine schöne Schneeburg gebaut? Die sieht echt ganz schön cool aus. Wenn du die schon toll findest, dann schau dir mal meine an. Wow, Carla, was hast du denn da gemacht? Darf ich dir meinen Schneefort vorstellen? Ich habe dieses Fort gebaut, um die Schneeballschlacht zu gewinnen. Hier, Karlchen, nimm das. Hey, das ist unfair. Das kannst du doch nicht machen. Ah, oh, oh, oh. Wow, da hat mich Carla ganz schön erwischt. Aber dafür kann ich jetzt einen Schneeengel machen. Schade, man sieht nichts. Dann probiere ich's mal mit einem Schneemann. So, das war's. Das ist doch ein schicker Schneemann geworden, oder Kuno? 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 Kuno, wo bist du denn? Kuno, bist du etwa im Schneemann? Das verraten wir aber nicht der Mami, Kuno, verstanden? Karlchen, was hältst du davon, langsam wieder reinzugehen? Es wird kalt, finde ich. In Ordnung, aber vorher möchte ich noch mal zum See gehen. Bestimmt ist da schon Eis drauf. Aha, schau mal, Carla, dort. Siehst du, wie ich dir gesagt habe, auf dem See ist Eis. Ja, Karlchen, du hast recht. Glaubst du, dass das Eis auch sicher ist? Hm, das wollen wir doch gleich mal testen und hopp. Karlchen, pass auf! Das Eis ist doch noch nicht freigegeben. Wow, schau nur, Carla. Das ist fast wie Eislaufen, siehst du? Ui. Wuhu. Yippie, schau mal, Carla. Eine Pirouette, eine Pirouette. Schau mal, Carla, rückwärts. Ich kann das auch rückwärts. Karlchen, bitte sei wirklich vorsichtig. Was passiert denn, wenn du einbrechen solltest? Komm schon, Karlchen. Es wird langsam kalt. Am Ende erkälten wir uns. Oder unser kleiner Kuno. Lass uns reingehen und ich mache uns eine heiße Schokolade. Wie klingt das? Außerdem ist mir das mit dem Eis noch nicht geheuer. Komm wieder runter, Karlchen. Das ist bestimmt nicht sicher. Hey,
nicht sicher? Ach, Carla, mach dir doch keine Sorgen. Komm, ich zeig dir mal, wie sicher das Wasser ist. Hopp, hopp, hopp. Carlchen, lass das bitte. Au, ruck, siehst du, nichts passiert. Oh, oh. Oh mein Gott, Carlchen! Hilfe! Carla, hilf mir! Das ist saukalt! Oh Gott, Carlchen, halte durch! Ich rufe schnell die Feuerwehr an! Also bleib, wo du bist! Na, du machst mir Spaß! Wo soll ich denn bitte hin? Ich steck doch hier fest! Oh je, ich sehe schon kommen, dass bei diesem Unwetter irgendwas Großes passiert. Wenn man's heraufbeschwört. Feuerwehrlichterloh, schönen guten Tag. Hallo, wo brennt's? Es brennt nirgendwo, aber es geht um meinen Ehemann. Bitte bleiben Sie ruhig. Was ist denn mit Ihrem Ehemann passiert? Geht es ihm gut? Also, wir waren Schlittschuhlaufen und erst ins Eis eingebrochen und jetzt treibt er in diesem kalten Wasser. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte bewahren Sie Ruhe. Ich werde sofort mein bestes Team losschicken. Ist gut. Ich warte hier am See. Keine Sorge, Karlchen. Hilfe kommt gleich. Halte noch ein wenig aus, ja? Beeilung, es ist wirklich kalt. War ja klar, dass es irgendein Schlaumeier mal wieder auf dem See versucht. Dabei sind die Seen noch gar nicht freigegeben. Na gut, ich gebe am besten gleich mal Ben Bescheid. So, das sollte es sein. Ich glaube, jetzt sollte das Ding wieder 1A funktionieren. Ben, ich müsste es repariert haben. In Ordnung, Alfred. Dann komm gefälligst wieder runter, okay? Nicht, dass du dir noch wehtust. In Ordnung, ich komme runter. Hauptfeuerwehrmann Ben. Oh, ist das laut, uah! Ah! Ui, so wie es aussieht, gibt's einen Einsatz für uns. Hauptfeuerwehrmann Ben, es ist ein dringender Einsatz für euch reingekommen. Ein Mann ist beim See im Eis eingebrochen. Er braucht dringend Hilfe, sonst erfriert er. Bitte macht euch sofort auf den Weg. Und denkt dran, jede Sekunde zählt. Also Männer, ihr habt's gehört. Feuerwehrmann Ben im Einsatz. Jawohl, Chef. Alle Mann bereit? Bereit, Chef. Okay, Blaulicht an. Jetzt noch die Sirene. Und los geht's. Hilfe, Hilfe, zur Hilfe. Keine Sorge, Karlchen. Es wird alles gut. Ach, zum Glück. Die Feuerwehr. Keine Sorge, die Feuerwehr eilt zur Rettung. Oh, Ben, ein Glück bist du da. Carla? Was machst du denn hier? Sag mir nicht, dass Karlchen eingebrochen ist. Was denkst du denn, Ben? Holt ihr ihn da bitte wieder raus? Na klar, Carla, das machen wir. Dauert nur einen Moment. Männer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jawohl, Chef. Hilfe, es ist so kalt, ich spüre meine Zehen nicht mehr und es ist auch so nass. Ah, diese Kälte, diese Nässe. Eine Leiter? Soll ich mich daran festhalten? Warte noch ein wenig, Karlchen. Ich komme gleich über die Leiter und helfe dir da raus. Und hopp, ich bin gleich da und angekommen. Okay, Karlchen, ich hole dich hier raus. Gib mir deine Hand. Komm schon. Ja, Ben, in Ordnung. Hier. Komm schon, Karlchen, nur noch ein Stückchen. Ja, weiter. Ja, genau. Ja, geschafft. Das ist kalt. Was fällt dir eigentlich ein, auf einen See zu gehen, der noch nicht freigegeben ist? Sowas macht man nicht. Denk doch mal an dein Kind. Soll er etwa sowas von dir lernen? Ihr habt ja vollkommen recht. Ich habe wirklich meine Lektion gelernt und... Gesundheit, Karlchen. So wie es jetzt aussieht, wirst du jetzt auch noch krank. Hättest du mal richtige Sachen angezogen, wie ich es dir gesagt habe. Ich hab ja verstanden, Mausebein, aber können wir jetzt bitte nach Hause, ja?
Carla, wo bleibst du denn? Ich bin schon da, Karlchen. Tja, Karlchen, ich hoffe, du hast jetzt wirklich deine Lektion gelernt. Auch im Winter warme Sachen anzuziehen? Oder Kinder, was meint ihr? Hat Karlchen sich zurecht erkältet? Schreibt es uns in die Kommentare. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und hier sind unsere letzten Videos. Schaut's euch doch auch mal an. Bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich ist Karlchen da wieder gesund.